Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ich bin heute mal alleine. Oh, und wir zocken heute Zombie auf der Map Terminal. Und es ist gerade, ungelogen, es ist 20.42 Uhr. Das ist für meine Verhältnisse relativ spät. Ich muss um 21 Uhr ins Bett, morgen Klassenarbeit. Und was denke ich mir so? Ja komm, scheiß auf Lernen, jetzt wird nochmal Brickforce aufgenommen. Und ich muss einfach nochmal raus, weil ich werde die Sachen wahrscheinlich sonst vergessen. Und das will ich aber einfach nochmal erzählen. Und zwar, ich habe ja diese Woche mal wieder einige sehr geile Erlebnisse gehabt, ja. Und da würde ich euch auch gleich nochmal bitten, falls euch in letzter Zeit irgendwas Geiles passiert ist, Leute, haut's einfach mal in die Kommentare. Ihr seht schon bei der Laune, ich bin extrem gut gelaunt, dass ich daran denken muss. Und zwar, ich sitze halt so im Bus, ergatte so einen der letzten Sitzplätze und da kommt dazu eine Oma reingehumpelt. Hat sie kommt also diese Oma so reingehumpelt und die mussten halt so da stehen. Und da denkst du, mein kleines Gamerherz so, boah ey, der alten Frau, bist du jetzt nicht, der hilfst du jetzt. Also das kommt bei Gamerherz mit an, da gehst du zu der Frau hin und fragst so, entschuldigen Sie, wollen Sie meinen Sitzplatz? Da flaumt mich die alle voll zuerst mal an, ob ich denke, dass sie ein altes Fossil ist und nicht stehen kann. Voll geil. Da murmelt die doch so, boah, die Jugend von heute, unhöflich, kein Respekt mehr vom Altertum. Und ich dachte mir so, boah, was geht, ey? Weißt du, bietest der alten Frau den Sitzplatz an und kriegst dafür auf die Fresse. Voll geil. Und ja, da hat die mir die ganze Fahrt immer noch solche Blicke zugeworfen, wo ich so dachte, so, Alter. So hat der Blick meinte boah. So ein Spaß, der soll ruhig mal Auschwitz besuchen gehen. Okay, das nicht, aber ich hatte gerade den Leck, das ist ja 1000. Okay, und da habe ich noch eine zweite Story zu erzählen, die ist noch besser als die erste. Da muss ich jetzt schon lachen, wenn ich dran denke. Und zwar gab es da so diese Situation. An dieser Stelle Gruß an dich, Marus, ich habe es dir versprochen, dass ich das erwähne und das muss ich auch einfach erwähnen. Und zwar, ich und Markus, also er kam mit mir nach Hause und wir haben zusammen Chemie gelernt. Und da kommt auf einmal so ein Typ so auf mich zugefangen, weißt du, so hat es schon so voll behindert gehinkt. Und so, hat mich dann noch so angesprochen, ich zitiere wirklich einzeln. Und niemand will nicht mit mir. Ich so, was? Wie bitte? Was? Markus erstmal, nö. Und ich denke so, was wollt denn der jetzt? Egal. Weißt du, machst du nie, kannst du nichts falsch machen, sagst du einfach auch mal nö. Sag ich so, nein. Guckt er mich doch so an. Was? Hä? Tut mir leid, ich verstehe sie nicht. So, dann hat er gesagt so, guckt so mich an, guckt so nach rechts zu so einer Kirchturmuhr, guckt mich wieder an, guckt wieder nach rechts zu so einer Kirchturmuhr, guckt mich wieder an, guckt wieder rechts zur Kirchturmuhr, guckt mich an, mit so einem Blick, weißt du, als ob der direkt ausholen will und mir eine neue Zahnprothese verpassen will. Voll geil. Und jetzt kommt das Beste. Sorry. So, da geht er so in die Norma rein, kommt mit so einem Kasten Bier raus. tut mir leid. So, und hat dann halt so dieses Bier, ja? Und dann wankt er so auf die gegenüberliegende also vorher hatte noch so ein Typ übrigens so angebettelt, so, Bier. Der hat ihm dann das Geld gegeben, damit er dann das Geld für ein Bier bekommt, ja? Was übrigens auch übersetzt heißt. Und dann geht das halt so in diesen Norma da rein, kommt dann so rausgewankt. Dann kommt er so rausgewankt und humpelt schon wie so ein übelst Besoffener. Voll geil. So, dann wieder dieser Besoffener wankelt dir dann so über die Straße. Und dann kam der Bordstein des Todes. Ohne Scheiß. Der Typ hat den Bordstein eine halbe Minute lang angeguckt, hat so einen Schritt drauf gemacht und ist erstmal voll rückwärts gestolpert und wieder zurück auf die Straße. Ohne Witz, der hat bestimmt 4-5 Promille intus wieder da rumgerannt ist. Oh Mann, das ist ohne Witz, das war so geil. Dann steht er wieder so auf, guckt sie im Bordstein, dann machst du einen zögerlichen Schritt drauf. Und dann hat er so wirklich nach einer halben Minute, nachdem er so da sein, wie so ein Triumphator über, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, wo irgendwie
der Typ so den Fuß auf den Rücken von dem einen Typ gesetzt hat. Du musst dir das vorstellen, stand der auf dem Bordstein drauf. Und das ist nach einer halben Minute, hat er sich dabei dazu entschlossen, den zweiten Fuß auf den Bordstein zu setzen, ja? Dann so nach, also nach dieser halben Minute, da. Nein, ich bin noch. Mich. Dann nach dieser halben Minute stand er dann endlich an der gegenüberliegenden Seite meiner Bushaltestelle. Ha, oh, das war voll schön. Nein! Boah, bin ich instant. Mann. Das war wirklich, das war wunderschön. Also, boah, das war das Premium-Erlebnis, was ich diese letzte Woche erlebt hatte. Oh, da ohne Witz, das zaubert mir jetzt noch ein Lächeln. Muss ich mal ganz kurz noch Werbung machen? Was kann ich denn noch so Schönes berichten? Was ist mir denn noch so widerfahren in letzter Zeit? Was kann ich denn noch berichten? Ach ja, genau. Also an dieser Stelle, falls mein Chemielehrer das sehen sollte, wäre ich jetzt gnadenlos durchgefallen. Das muss ich unbedingt noch erzählen. Das war auch so geil. Also ihr kennt das doch bestimmt, dass ihr aus allen Wolken fallt, weil ihr irgendwie eine unangekündigte Ex schreibt. Pass auf. Und also wir schreiben so unangekündigte ich muss mich ganz kurz mal sammeln und konzentrieren. Also, folgender Sachverhalt hat sich zugetragen, ja? Wir schreiben so, also ich war so krank bei der, was war das, was wir da geschrieben haben? Bio-Ex. Also ich war da halt krank. Und, boah, Alter, geh doch da hoch, du Wichser, ey. Also ich war halt krank, als wir die Bio-Ex geschrieben haben, ja? Und ich paukst du das ganze, den ganzen 5 Tage so ultra hart für Bio und denkst so, boah, ja komm, schreibst du eine 1, voll geil. Und dann so am Tag der Bio-Ex, wo ich dachte, dass ich die nachschreibe, erstmal so voll motiviert gehst du in den Unterricht rein, auf einmal kommst du und paukst zu mir, jo, Olli, hast du für Chemie gelernt? Denkst so, wie jetzt, will er mich verarschen? Wie jetzt, Chemie? Wir schreiben Chemie? Ja, Olli, wir schreiben heute Chemie. Nee, das ist ein Witz, oder? Doch, Olli, wir schreiben heute Chemie. So, 5. Stunde Chemie geschrieben. Und nicht was. Ich wusste eine einzige Aufgabe. Ich habe 90% abgeschrieben. Und ohne Witz, ich jetzt abschreibe, ich habe eine 5 bekommen auf die Excel. Jetzt kommt's. Wenn ich nicht abgeschrieben hätte, hätte ich easy eine 6 oder so bekommen. Ich war so grottenscheiße. Das war voll peinlich. Aber gut, das kann man ja mal machen. Ah. Boah, ich fühle mich gerade so voll, als hätte ich Lachgas eingeatmet. So, ich bin gerade voll positiv gestimmt. Morgen Mathe-Klassenarbeit, wie schon erwähnt. Ich sollte eigentlich mal lernen. Egal, mache ich dann noch so von 21 bis 22 Uhr. Und ich möchte nochmal eine kurze Ankündigung machen. Wäre nett, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Ich und der Max werden wahrscheinlich bald zusammen wieder mal so etwas wie Minecraft, Hide and Seek oder Minecraft Battle irgendwie sowas in der Dreh aufnehmen. Wär schon geil, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Da haben wir eine Abwechslung zu Brickforce. Und mit Season 2, die wir da eigentlich Double LP gemacht haben, ist ja auch nicht so viel draus geworden. Mal gucken, ja, was war da? Vielleicht geht ja irgendwann mal wieder Season 3 so an den Start. Und Alex, der hat ja zur Zeit Probleme, dass er kein PC hat und alles. Und solche Leute würde ich mit dem Zombie-Bug rausfixen, oh Gott. Solche Leute würde ich mit dem Zombie-Bug rausfixen, wenn ich dann kein LP machen würde. Das Video finde ich traurig, jetzt hat dieser Low-Drop auch noch mehr Score als ich, ey. Warum? Weil er Lack hatte und campen kann, ey. Folgen mit V. Oder hat er den jetzt echt noch? Boah, schwul, ey. Jetzt lebt der Lappen auch noch, ey. Mann, ich glaube, jetzt kommt der Rundenbug. Also falls der Rundenbug, Leute, falls noch der Rundenbug kommt, dann freue ich mich, dass ihr jetzt schon zugeschaut habt. Und ich möchte, okay, doch nicht. Und Alter, ich bin so Brain AFK in letzter Zeit, ohne Witz. Ich möchte mich noch dafür entschuldigen, dass in den letzten 2 Tagen, also beziehungsweise in dem Zeitraum, wo ich das hier gerade aufgenommen habe, dass da kein Video kam.
weil es war, ist mir wirklich ein bisschen unangenehm. Ich hätte keinen Bock aufzunehmen, ja. Und dann hatte ich noch Upload-Probleme und alles, dann habe ich das noch verpeilt mit dem Upload. Morgen kommt wie gewohnt die Folge hier auf 17 Uhr, beziehungsweise für euch schon vor einiger Zeit. Und ja, das war es eigentlich auch schon so von mir. Ich habe eigentlich alles nennenswert erzählt. Wo ist er? Neo Leon ist ein absoluter Oberlappen, der nichts kann. Guckt euch doch an, ey, der Berg geht schon wieder weg. Oh, Alter, ist ein Affen geatmet, der zieht doch einmal ganz so krass nach oben. What the fuck? Hör ich das mal. Lol. Oh, you gonna stay. Ey, ich will, komm. Hoch da. Hoch da. Ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal sagen, Arnold, da was heißt Arnold 7777. Ja, wenn ihr gegen den spielt, ja, in dem CW, Leute, tut es nicht. Bei HSL spielt er Kaktusknarre, macht diesen Assault Bug, der, ohne Witz, der macht alles, was da echt negativ ist. Alles. Also, ich hab, das war der Overshit, ja. Wir haben gesagt, Assault, beziehungsweise auf Assault, boah, Alter. Wir haben gesagt, HSL, und ohne Bugs, was macht der? Der macht Nachladebug. Der hat quasi einen Aimbot da gehabt. Was soll es denn? Jetzt stehen die ganzen Lappen schon wieder da oben, ey. Boah, so eine Scheiße, ey. Gebe ich mir nicht. Ich zeige euch jetzt mal, wie man ein bisschen Score macht. Ja, den holen wir uns jetzt gechillt. Ganz geschmeidig holen wir uns den. Huah! Nein! Wetten, ja. Ich meine, Leute, was soll es denn? Wie low. Wie absolut low. Hey, Smiley. Spasti, ey. Weißt du, wie das nennt? Less incompetence, ey. Einfach nur less incompetence. So, rein da. Ich gehe jetzt hier hin. Ich habe ja Zeit. Ich glaube, da ist einer. Doch nicht. Naja. Dann smoken wir jetzt erstmal hier. Moment. Ein bisschen verräterisch das Teil. Ich rauche über die ganze Map. Egal. Ich hab Zeit. Und den schenke ich garantiert keinen Score. Not really, ey. Jetzt ist der Lappen noch da oben. Boah, wie ultra low. Da kann man einfach nur schreiben, U-low. Mehr kann man da nicht schreiben. Tut mir leid, aber es ist einfach so. Boah, wie... Alter, ohne Witz, so ein aimloses Stück Scheiße, ey. Guckt's euch doch an. Guckt an, wie low das ist. Wie absolut oberlow. Mein Gott. Es ist so lappenhaft. Nix können sie außer campen, ey. Auf der Fernmap würden die ein Zehntel von meinem Score haben. Na gut, reicht nicht ein Fünftel. Ist ein bisschen übertrieben. Wir können sicher sein, dass keiner kommt. Die wollen ja nicht ins Score versauen. Schade. Na gut, Leute, also das war's von meiner Seite. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao.